Die Türkei begeht den 100. Jahrestag ihrer Staatsgründung. Präsident Recep Tayyip Erdogan besucht mit anderen Spitzenpolitikern das Mausoleum des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. Wir sind entschlossen, das zweite Jahrhundert glücklich zu vollenden. Es wird das der Türkei sein. Unser Land ist in sicheren Händen. Du kannst in Frieden ruhen. Wir gratulieren dir zum 100. Jahrestag der Republik. Emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 die Republik ausgerufen. Er begründete damit die moderne Türkei. Zu seinen weitreichenden Reformen gehörten die Trennung von Religion und Staat, die Stärkung der Rolle der Frauen und ein neues Alphabet.